Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian, das ist Carsten, Produktverantwortlicher für große Bohrhämmer. Du wirst dich fragen, wo ist denn der jetzt schon wieder? Ich bin immer noch hier bei Bosch vor Ort, denn wir schauen uns heute Folgendes an. Wie funktioniert so ein Gerät eigentlich innen drin und wie funktioniert vor allem die Pneumatik in so einem Bohrhammer? Wir stehen heute vom größten Bohrhammer, den Bosch momentan im Programm hat. Wer weiß, was noch kommt, du darfst nichts verraten, aber ganz kurz, Carsten, wer bist du eigentlich? Ich bin Produktverantwortlicher für die Bohrhämmer, die hier in Leinfelden produziert werden. Was hast du genau mit dem hier zu tun? Da war ich auch entwicklungsverantwortlich für dieses Produkt. Und wir haben heute den Carsten dabei und das Gerät und genau in dieser Form, weil ich benutze so ein Gerät, ihr habt sowas schon mal benutzt, ihr habt sowas in kleiner, größer und so weiter schon mal benutzt, aber wie funktioniert das denn eigentlich? Warum ist der Motor hier oben und da bewegt sich das? Und warum bewegt sich das manchmal nach vorne, nach hinten und manchmal dreht sich das nur? Um es mal in ganz einfachen Worten zu sprechen. Und genau das schauen wir uns heute mal an. Deswegen gehen wir gleich auch mal nach vorne und zeigen euch genau, wo hier was an diesem Bohrhammer wie funktioniert. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall unseren Bohrhammer und der ist ordentlich skelettiert an allen Stellen. Und wo fangen wir eigentlich an? Hier unten beim Motor? Lass uns beim Motor starten, das passt. Ja, das ist ein 1700 Watt Elektromotor. Die Welle ragt dann hier aus dem Motor heraus, hier hinein in das Getriebegehäuse. In diesem Getriebegehäuse gibt es dann eine erste Getriebestufe. Ich drehe hier mal, damit man die Bewegung sieht. Diese erste Getriebestufe geht hier auf dieses große Zahnrad. Auf dem Zahnrad ist hier außermittig so eine Welle gelagert. Das bildet dann, wenn sich das dreht, einen Exzenter. Und dieser Exzenter treibt unser Schlagwerk an. In der nächsten Stufe, hier unter diesem Exzenter, sitzt die nächste Getriebestufe, die hier auf dieses große Zahnrad die Drehzahl weiter reduziert und über ein Winkelgetriebe hier dann diese Drehbewegung hier auf dieses Hammerrohr, das sich hier in diesem Gehäuse dreht und damit auf das Werkzeug hier vorne überträgt. In diesem großen Zahnrad sitzt noch eine ganz wichtige Sicherheitsfunktion, die alle Hämmer haben müssen, und zwar die sogenannte Überraschkupplung. Das sieht man von hier unten. Hier ist eine Überraschkupplung drin, die das Drehmoment in der Weise begrenzt, dass für das Verletzungsrisiko, das da entstehen kann, durch die hohen Drehmomente bei so einer großen Maschine zu begrenzen. Wo finde ich das hier genau? Das sitzt hier drin. Man sieht es hier so ein bisschen. Das sind so Gleitschuhe, so Überraschelemente, die sind federbelastet. Und wenn jetzt hier das Drehmoment ansteigt, dann rutsch, bleibt dieses Zahnrad hier stehen. Und der Motor kann sich aber weiter drehen. Okay. Und dann wird die Kraft nach oben übertragen? Am Ende sitzt dieses Zahnrad hier, das hat wieder eine Welle, die sich nach oben verlängert. Und da sitzt ein Kegelradgetriebe, das man hier so im Ansatz erkennen kann, wenn man hier so reinschaut, das die Drehbewegung auf das Hammerrohr und damit auf das Werkzeug überträgt. Und wenn wir jetzt hier diese Bewegung übertragen haben, kommen wir hier in diesen Bereich herein und das Bild ist so das sogenannte Schlagwerk. Das war jetzt natürlich nur ein schneller, wirklich grober Abriss, wie das Ganze hier drin funktioniert. Wir nehmen das auch mal kurz zur Seite, weil jetzt kommen wir ja zu einem großen Thema Schlagwerk. Weil es ist eigentlich ein irres Bauteil, weil da auch wirklich, wirklich, wirklich viel Kraft ja auch übertragen wird. Die Frage ist nur, wie. Aber erstmal für euch, das hier ist ja schon wirklich ein Wunderwerk der Technik, wenn man so sieht, oder der Ingenieurskunst. Und das halt, ich persönlich hätte gedacht, da ist halt ein Motor, das wird hier umgelenkt und dann passieren hier so Dinge. Ja? Aber man glaubt gar nicht, wie viel da ja drin ist und auch für, ja, man kann schon fast sagen, also Ingenieurskunst, Hochtechnologie da eigentlich drin ist und wie wenig Spiel da auch drin ist, ja? Und welche Sicherheitskomponenten. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so aussieht innen drin. War schön zu sehen, den kann ich hier mitnehmen, oder? Nein, Spaß beiseite. Wir gucken uns jetzt mal das. Ich habe mehr wie einen davon. Ja. Wir kommen der Sache näher. Vielleicht können wir da mal drüber reden, ja. Sehr gut. Wir haben jetzt hier aber das Schlagwerk. Und es ist total interessant. Wir haben uns vorher mal kurz unterhalten, wie das funktioniert. Aber jetzt lass uns mal ins Detail reingehen. Wenn ich jetzt mal kurz nehmen darf. Ja. Oder ich nehme mal das hier. Das hier in der Größe auch, so massiv, sieht so ein Schlagwerk aus. Das ist jetzt auch noch nicht ganz das hier, sondern das ist das aus einem 8-Kilo-Hammer. Aus einem 8-Kilo-Hammer. Bei 12 ist einfach noch größer, noch mehr Dimension. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Da haben wir jetzt das Modell hier. Wir haben sehen hier jetzt aufgeschnitten, sodass wir die Innereien sehen können, das Hammerrohr und wesentliche Teile des Schlagwerks von dem 8-Kilo-Hammer. Eigentlich würde es jetzt so aussehen. Hier ist es aufgeschnitten. Genau. Jetzt ist es so, hier ist der Werkzeughalter, auch hier ohne Verriegelungselemente oder so, also nur das Stahlteil. Ja. Wenn man jetzt also bohren möchte oder meißeln möchte, schiebt man hier sein Werkzeug ein. Erstmal ist es so verriegelt. Wenn man die Maschine einschaltet, dann fängt sich der Motor an zu drehen und dieser Exzenter bewegt dann, ich muss das hier reinstecken, Moment,
bewegt, wenn der sich dreht, der bewegt dann diesen Kolben hier immer vor und zurück. Im Falle von einem GPH-8. Hättet ihr gedacht, dass so ein großer Kolben in dem Gerät drin ist? Nee, oder? Und dieser Kolben oszilliert dann eben hier in diesem Hammerrohr und komprimiert, wenn wir es ihm erlauben, natürlich die Luft in diesem Volumen. Mhm. Im Moment erlaube ich es ihm nicht. Wenn man hier genau hinschaut, sieht man, dass hier Bohrungen sind, die dieses Volumen hier belüften. Somit kann sich kein Druck aufbauen. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein Werkzeug einstecke, ich versuche das mal zu simulieren, dann schiebt sich hier diese Hülse nach vorne. Man sieht es jetzt schon. Und diese Hülse verschließt jetzt diese Bohrungen. Mhm. Dann, wenn dann der Kolben, der bewegt sich ja die ganze Zeit, dann entsteht Druck und dieser Kolben saugt dann diesen sogenannten, wir nennen den Schläger an. Das ist eigentlich das Pendant zu unserem klassischen Hammer, den wir in der Hand halten, also mit dem Holzstiel. Das ist die Masse, die die Schlagenergie erzeugt. Das heißt, das ist schwer. Ja, etwa 200 Gramm in dem Fall für einen 8 Kilo Hammer. Das heißt also, aber diese Masse wird nach vorne katapultiert? Durch den Luftdruck, der Kolben erzeugt, wird die nach vorne beschleunigt. Mhm. Wenn das schlägt dann dagegen und das ist das eigentliche Meißeln dann. Das ist die Schlagenergie, die wir erzeugen. Mhm, okay. Und wenn ich jetzt mir überlege, dieses Element, dieses 200 Gramm Element und so ein Bohrhammer, der schlägt ja mit mehreren hundert, unter Umständen 100 oder 1000, die kleineren Geräte, schlägen in der Minute. Der so hier, häufig? Genau, der schlägt jetzt hier so mit 2700 Schlägen pro Minute. Also nochmal 2700 Mal? So ja, genau. Was? Und, wirklich? Nein. Ja, genau, das bedeutet das. Aber das ist doch völlig irre. Also, weil wir haben hier ein Stück, wir haben eine Dichtung zum Beispiel. Ja. Diese Dichtung läuft 2700 Mal hin und her. Ja, genau. Ja, und jetzt muss man bedenken, dass so ein Gerät, wir beide haben schon mal ein Video gedreht, wo es darum ging, wie langlebig so etwas ist. Das sind ja hunderte von Stunden, die so ein Gerät läuft, bevor es überhaupt irgendwann mal gewartet werden müsste. Und wir haben hier 200 Gramm. Und wir kommen noch mal auf das Thema Vibration ja auch noch, die hier hin und her bewegt werden die ganze Zeit durch ein Luftpolster. Das ist schon eine Sache, ich glaube, das wissen die wenigsten. Wusste ich bis heute auch nicht, dass es zumindest ein Luftpolster. Ich dachte, es wäre mechanisch hin und her. Krass. Das ist nur ein Luftpolster. Krass. Das hat den Vorteil, die Luft, dass sie eben im Prinzip nicht altert sozusagen. Also da gibt es keine Ermüdung, regeneriert sich immer wieder selber und ist auch ein ganz sehr guter Energiespeicher natürlich, eine komprimierte Luft. Kennen wir vom Kompressor oder aus anderen Anwendungen. So, und jetzt ist es so, Moment, wenn ich hier nochmal so schaue, die beiden hier berühren sich aber nie, oder? Weil die Luft? Das wäre der Crash, das wäre der größte anzunehmende Unfall. Okay. Das wäre schlimm, dann wäre das Schlagwerk Schrott. Genau, also da würden wir uns selber zerstören und das ist natürlich Teil dieser Dimensionierung des Systems, dass das nie passiert. Aber ich kann dir sagen, die kommen bis auf 1,8 mm nahe. Nein, hör doch auf. Im Punkt, also wir müssen vielleicht noch weitermachen. Also wir beschleunigen hier diesen Schläger. Okay. Ich mache jetzt mal das Zeug hier weg, einfach damit man es besser sehen kann, das Schlagwerk. Und ich mache das auch weg. Also wir legen das hier auf die Seite, um wirklich nur die Funktion vom Schlagwerk anzuschauen. Genau, wir haben hier unseren Kolben, der hier mit 45 Hertz hier hin und her schwingt. Ja. Und der beschleunigt mit dem Luftpolster hier diesen 200 Gramm Schläger und beschleunigt den innerhalb dieser etwa 4 cm auf 40 km/h. Mit 40 km/h schlägt er dann hier auf diesen Schlagbolzen. Der ist ja im Kontakt mit dem Einsatzwerkzeug, unserem Bohrer oder unserem Meißel. Und diese Energie wird dann über diesen Schlagbolzen auf das Werkzeug übertragen und damit Beton oder Gestein oder was auch immer zerstört oder abgetragen. Wie viel konkret dieser Bohrhammer, wie viel Joule hat der? Der hat, das ist jetzt der 8 Kilo Hammer, er hat 12,5 Joule. Also mit 12,5 Joule schlägt er hier wirklich ein. Ja, genau. Das überträgt die Kraft nach vorne. Genau. Und das macht er halt 2000 Mal. Ja, genau, das macht er ziemlich oft, um eben auch diese Menge an Material abzutragen. Wir haben es ja vorher am Roboter gesehen, also da geht ja schon sehr viel Material auch weg und es muss, Beton wird ja pulverisiert oder zerstört beim Bohren. Ja. Dafür aber brauchen wir die Energie. Schon wirklich eine krasse Technik, alles gekapselt hier in dem kleinen Stück Metall. Ja. Gut, die Wandstärke ist auch schon amtlich, wenn man sich das anschaut. Ja, ist auch notwendig, Irre. Und hier wird das Ganze noch größer.
Mit dem GPR12 ist das nochmal etwas größer, die Massen noch etwas größer, die Schlagenergie natürlich auch höher, der hat eben 19 Joule. Jetzt haben wir hier aber sehr viele Massen, die sich bewegen, rotieren und Dinge tun. Wie verhält sich das Ganze mit dem Thema Vibration? Denn man hat ja hier auch leichte Dämpfer hier an dem Griff und so weiter, dass es nicht so stark übertragen wird. Aber was wird hier an dem Gerät getan, damit die Vibration gedämpft wird? Also wir haben hier in dem Gerät drei Maßnahmen, die dazu beitragen, dass die Vibrationen reduziert werden. Das erste ist, wir können dieses Schlagwerk hier mit dem Luftpolstern, mit den Dimensionierungen so auslegen, dass es weniger Vibrationen erzeugt. Mhm. Das ist der erste Aspekt, den wir hier anwenden. Jetzt haben wir gerade über das Schlagwerk gesprochen, über die spezielle Auslegung dieses Schlagwerkes, um niedrige Vibrationen zu erzeugen. Das ist die beste Methode, damit die Vibrationen gar nicht erst zustande kommen. Der nächste Schritt ist hier dieses sogenannte Tilger. Das ist eine Masse hier, die wir hier sehen, die zwischen vier Federn hier oben im Deckel des Schlagwerksgehäuses gelagert ist und die dann, sieht man das auch, ja. Ja, die dann im Prinzip genau gegenphasig, also entgegen der Schlagrichtung schwingt. Das ist die Natur eines Schwingers, 180 Grad Phasen verschoben und damit die Vibration des Gehäuses, bevor sie überhaupt beim Anwender ankommt, auch nochmal reduziert. Mhm. Warum ist das hier so viel Gramm, wie viel es hier ist? Also ist das, hat das einen ganz bestimmten Grund, warum die Größe so ist? Also erstmal versuchen wir das natürlich so kompakt wie möglich zu bauen. Dieser Tilger hier oben hat auch wieder 200 Gramm Masse und der mit die Masse mit diesen Federn hier bilden ein schwingfähiges System, das eine Eigenfrequenz hat, die genau der Schlagfrequenz von 45 Hertz entspricht. Das heißt, der schwingt genau, der liebt es, bei der Frequenz, die das Schlagwerk hat, zu schwingen. Mhm. Da tut er auch am besten die Vibration reduzieren. Und genau, der ist halt genau deswegen 200 Gramm schwer, weil der 200 Gramm schwer ist. Nein, das ist Zufall. Ah, okay, natürlich. Das ist Zufall. Man hätte hier auch eine andere Masse und dafür andere Federn nehmen können, dann hätte man das gleiche Ergebnis. Ah, okay. Das ist halt unter Gewichts- und Gesichtspunkten und Platzgesichtspunkten irgendwo das Optimum gewesen. Okay, also erst Schritt 1 hier, Schritt 2 dort und der dritte Schritt ist dann der hier. Der dritte Schritt ist natürlich das bekannte System hier, dieses gedämpften Haupthandgriff ist hier, der dann das, was tatsächlich noch das Schlagwerk und dieser Tilger nach außen abgeben, nochmal weiter reduziert, sodass wir zu relativ niedrigen Vibrationswerten hier kommen. Okay, kann man das hier nochmal sehen? Ja, man sieht das hier nochmal. Ja, genau, man sieht das. Ich kann das mal hier auf die Seite, da sieht man, wie das hier einfedert. Jetzt wissen wir, warum die Vibration oder wie die Vibration reduziert wird. Aber eine Sache habe ich hier wirklich noch nie verstanden. Warum oder wie funktioniert es, dass er halt nicht immer schlägt? Weil es ist ja so bei den Geräten, wenn ich sie einfach nur anmache, drehen sie sich ja, aber schlagen nicht. Genau. Wenn ich es auf Material aufsetze, dann fängt der Schlag an. Ja. Und vielleicht noch eine Vorfrage. Wir haben ja hier den 12er und haben hier den 8er. Was ist denn das Pendant hier an der Wand zu diesem Schlagwerk? Damit würde ich mal wissen, in welchem Gerät ist das eigentlich drin? Dieses Schlagwerk ist natürlich in dem entsprechenden Netzgerät drin, aber 40, auch 45. In diesem GBH 18V45 ist dieses Schlagwerk drin. Das heißt, hier haben wir das Gerät, wo genau dieses Schlagwerk eingesetzt ist. Und wir sehen hier, das ist ein Akkugerät. Und das Wichtige an dem Gerät, das habe ich euch schon ein paar Mal gesagt, ist, es hat dieselbe Schlagenergie wie das kabelgebundene Gerät, was an sich schon mal Wahnsinn ist. Das muss man ganz klar sagen. Aber das Thema Biturbo-Schlagenergie in diesen Geräten haben wir schon in anderen Videos besprochen. Aber das würde ich mal sehen, wo ist denn das Schlagwerk hier eigentlich drin? Weil man würde eigentlich so ein bisschen vermuten, dass sowas hier nur in den großen Massiven, aber das ist ein gleichwertiges Gerät. Ja, genau. Und das wollt ihr wirklich auch mal nochmal mitnehmen. So, aber jetzt habe ich gesagt, das Ganze dreht sich ja zwar, aber es schlägt nicht die ganze Zeit. Aber woran liegt das denn? Was wird denn da gemacht? Hier ist ja praktisch jetzt hier das reine Schlagwerk quasi, ohne jetzt hier den kompletten Werkzeughalter, auch ohne Motor, ohne Getriebe und so weiter, haben wir hier mal zusammengebaut und vorbereitet. Ganz kurz mal nehmen, das heißt, ich müsste mir das quasi jetzt. Genau, das passt so da so rein, genau, so sitzt es da drin in dem Gehäuse, Magnesiumgehäuse, das der Hammer hier hat. Also, dass ihr mal. Das sollte so. Du hättest das festhalten sollen. Nur, dass ihr mal eine Vorstellung habt, wo wir gerade so sind und wo das im Gerät eigentlich wirklich sitzt. Ja. So, jetzt haben wir jetzt das Ganze. Was müssen wir jetzt tun, damit der Schlag ein- oder ausgeschaltet wird? Hier gibt es ja gar keinen Schalter. In dem Sinne. Also der Motor dreht sich quasi bereits, bewegt auch diesen Kolben. Genau, das ist der Kolben. Mal hier auf und runter. Das ist ja das, was der Motor macht. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt mit deiner Hand machen kannst. Gleichzeitig kannst du jetzt hier noch ein Werkzeug einstecken. Mhm. Also wir haben hier den reinen Schlagmechanismus von dem Bohrhammer hier vor uns. Wir haben jetzt unten hier ein Werkzeugende eingesteckt
Und liegen auf. Genau, und der Sebastian drückt jetzt quasi dieses nach unten und damit ist praktisch die Leerlaufsteuerung deaktiviert. Und wenn ich jetzt den Kolben hier bewege, geht der Hammer sofort in Schlag. Und wenn du jetzt loslässt, nach oben lässt, obwohl ich das bewege, hört der Hammer sofort auf zu schlagen. Mhm. Ja, du kannst wieder runterdrücken. Moment, ich muss hier. Ach so. So. Und sofort fängt, sie hört mal, wie das Schlagwerk funktioniert. Und das eigentlich nur dadurch, wenn wir uns das mal hier anschauen, dass das nicht anliegt, ja? Also dass wir nehmen jetzt mal den hier raus, können wir das hier nachstellen an der Stelle? Genau, und ich drücke hierbei das nach oben. Genau. Und das ist genau die Bewegung. Genau die Bewegung, die benötigen wir, damit diese Steuerhülse, ich nehme jetzt hier mal den Schläger raus, da sind Bohrungen drin und diese, wir nennen sie auch Steuerhülse, ja? Die wird dann nach vorne geschoben und verschließt diese Bohrungen. Okay, und damit kann Luft und dann kann die Luft nicht mehr entweichen und dann fängt die Maschine an zu schlagen. Krass. Krass, krass, krass. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, wir konnten euch das wirklich gut rüberbringen, weil so eine komplexe Technik hier in so einem kurzen Video ist gar nicht so leicht. Aber ihr habt gesehen, wie so ein pneumatisches Schlagwerk hier funktioniert und wie viel Technik drin ist und auch wie viel Energie hier, in welcher Frequenz hier draufgeschlagen wird. Und dann beim nächsten Mal, wenn ihr so einen Bohrhammer in der Hand habt, dann denkt nochmal da dran und denkt dran, was Ingenieure wie der Carsten und sein Team da wirklich geschaffen haben. Völlig irre. Ihr schreibt mal bitte unten in die Kommentare, ob wir uns noch andere Techniken im Detail anschauen sollen. Vielleicht mal ein Rasterschlagwerk oder anderes. Und heute können wir beide nur noch sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.